Oh fuck, jetzt habe ich mir hier auf mein Mauspad Wasser hier gekippt, Hurensohn-Zombie. Fuck, Wichser, kleiner Hurensohn. Ich habe jetzt hier auch keine Tücher zum Trocken machen. Jetzt muss ich hier auf, mit dem nassen Mauspad spielen, zum Glück nicht auf die Maus. Sonst wäre die Maus im Arsch. Fuck, 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 fuck. Ah, wartet mal kurz. Ah, scheiße, jetzt ist mein Mauspad voll nass. Und der Tisch auch, scheiße. Ah, ist ein bisschen bullig. Egal, was soll's. Ah, die Decke sieht ein bisschen dunkel aus. Hey, da muss ich, denke ich, dann Glowstone ganz, ganz oben hin machen. Okay. Wow, wow, wow. Riesengroß ist das. Ich muss da Upslips hinbauen. Habe ich ganz vergessen. Da Upslips hinzubauen. Dann Upslips. Komm. Ja. Da, da, da. Ja, ja, ja. Hier. Hier? Ja, da. Kommt da einer hin? Ja, da kommt, stehen sogar zwei, ja, zwei kommen sogar hin. Okay, dann baue ich darüber. So, 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 so und dann nochmal hier so, so. Okay, also hier sieht es schon mal gut aus. An der Seite mache ich, denke ich, auch hier alles aus Half-Slabs. Hallo? Ja. So, 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 oh Mann, ist das, chillig, ja. Huh? Geht dann alles immer. Scheiße, das habe ich in Half-Slab verbraten. Ja. So. Okay, das war's auch. Ich habe auch genug Holz dabei. So. Also ich muss dann aufpassen, dass ich dann nicht runterfalle. Muss ich irgendwie mega absichern. Aber dann ist dann immer die Gefahr, dass ich dann runterfallen kann, denke ich. Wird dann immer vorhanden sein, das wird doof sein. Falls sie immer vorhanden sein wird. Sein. Ja. Sein. Komm, baue ich mal nicht ab. Crafting Table. Okay. So. Aha. Oh yeah. Aha. Das klappt ja alles super fein. Oh yeah. Super geil. Okay. Das sieht ja schon mal mega geil aus. Also da unten werden dann Tiere so rumjumpen. Ui. Ja. Dann mach ich mal hier nochmal außen. Hier ganz viele Dingens, Bummens, Dinger. Ja. Natürlich kann man mal nach rechts runterfallen, aber egal. Hier nach rechts. Zack. Aber ist ja alles okay. Vielleicht lasse ich das auch so. Ja. Ich denke, ich komme bis zur Hälfte. Und falls ich dann die anderen Tiere da irgendwie anfassen will, kann ich ja von der anderen Seite kommen. Ich denke, das haut alles hin. Vielleicht mache ich noch so ein Brückchen rüber. Manchmal. Seltener. Ah, ich muss dann so noch so eine Absicherung bauen. Ich brauche ein Craft Table. Nein. So, jetzt aber. Da brauche ich dann auch diese Holzstufen. Holzstufen! Holzstufe. Oh, ja, da war ja der Block, den ich hingebaut habe, dummerweise. Aus Dummheit. So, ja. Und fertig. Okay, dann sollte ich noch so eine Absicherung mir hier hinbauen. Eieieiei, wie werde ich denn machen? Zaun. Ich teste mal was aus. Ja, haut hin. Ja. Komme ich dann runter? Nein, ich komme nicht runter. Das ist super. Aber komme ich da auch dran? Also ich sehe nein. Weil der Block an oder. Ah, ich komme nicht so weit, wie ich früher gekommen bin. Aber die Tiere sind auch ein bisschen höher, ein bisschen größer. Ich denke, das ist eine gute Absicherung hier, der Zaun. Ich denke, das haut schon alles hin. Also damit ich nicht runterfalle, bloß nicht, weil später komme ich da ja nicht raus. Es schiebt zwar ein bisschen in der Luft, aber was soll's. Man muss Opfer bringen. Die Schönheit muss Opfer bringen. Ja, für Schönheit muss man Opfer bringen. Tut ja manchmal weh und so. Die Schönheit. Ich weiß nicht genau, wie man das sagt. Schönheit tut weh oder so. Keine Ahnung. Oder man muss Opfer bringen, falls man schön aussehen will. Was weiß ich was.
Stöcke habe ich genug. Ich habe aber nicht genug hier Holz. Kann ich mir aber immer noch craften, weil ich nicht arm bin. Da, Holz. Bam, Junge. Bam, dick Holz gecraftet. Hier, 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 hier. Da habe ich die Stöcke. Holzstöcke, verpisst euch. So. Kiste? Ne, Crafting Table. Was für eine Kiste? Sieht aber wie eine Kiste aus. Oder so eine halbe Kiste. Kiste voller Werkzeug. Ist ein Crafting Bench. Ne, Workbench? Ne, eine Workbench, nicht Crafting Bench. Ja. Hm, ah, sieht aber ein bisschen hässlich aus. Ah, scheiße, jetzt habe ich zu viel gebaut. Da sehe ich einen Enderman, einen Endertypen. Da sieht ein bisschen Blut aus. Ah, da muss ich mir was überlegen, damit es auch schön aussieht. Also hier sieht es auf jeden Fall ganz okay aus, aber hier nicht. Ich check mal von der Seite, wie das hier so geht. Das geht eigentlich alles super. Das geht eigentlich alles super hin. Der Enderman am Party machen hier. Ja, hier ist kein Partyroom für dich. Hier werden später Tiere sein. Lebendige Wesen, die nur darauf warten, von mir ausgebeutet zu werden. Ja, weil ich werde ihr Leben ausbeuten, so sehr blutrünstig, wenn ich sie ermorden werde und dann ihr Fleisch essen werde. Ah, vielleicht pflanze ich auch hier Kaninchen fort. Ich denke, Kaninchen kann man aber nicht fortpflanzen, das blöd. Ich weiß aber gar nicht. So, okay. Dann gehe ich mal auf die andere Seite. Hopp. Uiuiui, zack und zack. Sieht das gut aus? Ja, das sieht gut aus. Das ist dann so eine Halterung dafür. Oh, sieht doch ganz okay aus. Sieht doch ganz okay aus. Ja. Ich finde, das sieht ganz okay aus, ja. Also sieht wirklich nach so einer Legebatterie aus oder so. Aber natürlich nicht für Hühnchen, sondern für Tiere. Also nicht so eine Legebatterie, aber so. Also sozusagen alles automatisiert. Dann gehe ich hier so vorbei. Zack, 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 zack. Alle so. Ja, ficken, ficki, ficki. Yeah. Komm, machen wir noch mehr Tiere. Yeah. Boah, das wird so mega bombastisch sein. Und dann fallen die ganzen. Und danach, wenn ich die töten will, zack, 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 alle tot. Und dann gehe ich nach unten, sammle die ganzen Einzelnen. Dann gehe ich so nicht hier nach unten. Zack, 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 zack. Yeah, danke für die Items, danke für die Items. Aber mal schauen, ob es mit den Items auch wirklich dann so klappt, wie ich mir gedacht habe. Hoffe ich doch mal. Jetzt kann ich aber die Kisten abbauen. Da war was drin. Nein! Hurensohn, Hurensohn! Boah, du machst mir nichts kaputt, du Wichser! Du machst mir nichts kaputt, du Wichser! Du machst mir nichts kaputt, du Wichser! Wer hat ihm gesagt, dass er hier rein darf? Hä? Du Skelett etwa? Willst du etwa aufs Maul? Ich erschieße dich! Ich erschieße dich, du Wichser! Los, rein mit dir ins Wasser! Rein damit! Wichser, einfach nur so ein Hurensohn. Boah, hätte er mir fast alles hier explodiert. Also, die eine Seite steht schon mal. Und ich denke, ich baue da mal hier das unten alles ab. Also unten erstmal. Hier sieht es doof aus. Hier sieht es etwas doof aus. Darüber kann ich auch nicht wirklich. Ah, ja. Ich kann hier das abbauen. Ja. Und dann könnte ich da vielleicht noch so ein paar Kisten hinputten. So mit ein bisschen Essen oder so. Oder was weiß ich mit was. Ja, dann könnte ich ja so eine Kiste hinputten. Put. Ja. Dann mache ich ja so eine Kiste rein. Wo dann so, keine Ahnung, Weizen drin sein wird für die Tiere. Damit ich ja so nicht weit rennen muss. Irgendwie immer. So. Alles verschönern. Da auch noch verschönern. Raus damit, raus mit der dreckigen Wand. Hier. Das auch weg. So, dann muss ja alles mit Holz bebaut werden, damit alles schön aussieht. Holz sieht irgendwie voll cool aus hier in Minecraft. In Real Life sieht Holz auch gut aus, wenn es gut gemacht ist. Also einfach so ein Holzstamm. Zu Hause stehen als Stuhl. Sieht nicht so schön aus. Aber wenn es so gefeilt ist und so glatt gemacht worden. Sieht gut aus. So. Ah, ich denke, ich mache die Decke auch so mit Half-Slabs. Weil sonst ist ein bisschen bedrängt hier alles. Ich mache lieber aus Half-Slabs. Dann sieht es doch viel besser aus. Ich habe auch noch ein paar Half-Slabs übrig. Also, naja, okay, ich brauche sie für die andere Seite, aber egal. So, okay, da komme ich nicht runter. Jetzt ist auch ein bisschen dunkel. Aber das kann ja alles ausleuchten. Ich habe eine Fackel, später mache ich eine Glowstone. Ja. Ich baue jetzt mal das hier ab. Mach aus Holz.
Hulz, 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 Hulz. Ja, da komme ich nicht hin. Na ja, und da nochmal hier. Vielleicht machst du einen Doppeleingang. Ich denke, ich mache so einen Doppeleingang. Sieht besser aus. So ein Half-Eingang. Oh, das sieht ja mal richtig geil aus. Das sieht ja auch hier von unten richtig geil aus. Boah, bombastisch, 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 bombastisch. Hier, 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 hier. Also ich finde, das sieht schon mal richtig geil aus. Hier unten zumindest auch. Da so eine Fackel, da auch noch so eine Fackel. Symmetrisch muss aussehen. Eine Kiste crafte ich mir auch schon mal. Unten muss ich mir so ein Ich kann ja jetzt die neue Technik anwenden. Oh yeah. Oh yeah. Das ist ja mal richtig geil. Oh, scheiße, ich hatte schon eine Kiste. Kacke, kacke, kacke. Egal, habe ich jetzt noch eine Kiste mehr. Beziehungsweise zwei Kisten mehr. Okay. Boah, nach oben. Okay. Dann muss ich das hier alles jetzt abbauen. Und später mache ich dann irgendwie Zaun oder Glasscheiben. Ich muss mir dann überlegen, was ich da noch genau hinmache. Mal schauen, was ich damit hinmache. Ja. Na, soll ich den Boden sofort raushauen? Weil der Boden wird auf jeden Fall aus Holzbrettern sein, weil der sieht sonst scheiße aus. Aber alles aus dem gleichen Holz zu bauen, sieht das auch wirklich gut aus. Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich jetzt nicht. Soll ich vielleicht eine andere Holzart nehmen? Es gibt 4 Holzarten. Und ich muss mal nachlesen, ob man Kaninchen fortpflanzen kann. Ich denke aber nicht. Weil sonst würde ich dann für jedes Gehege anderes Holz nehmen. Also das ist das große Gehege. Auf der anderen Seite werden die 2 anderen kleinen Gehege sein. Also nur so halb groß. Und dann werde ich für die verschiedenen Gehege verschiedenes Holz nehmen. Ja, ja, ja. Das wird schon hinhauen. Das wird schon hinhauen. Okay, das ist mal eine gute Idee. Also das Gehege wird aus normalem Holz sein. Okay, das kommt dann hin. Ich muss ein bisschen Platz hier frei schaffen für die ganze Erde, weil die Erde will ich ja nicht wirklich hier verbraten, einfach so verbrauchen. Und so, ich werde es natürlich versuchen einzusammeln. So, dann jetzt hier abbauen, jetzt das lange abbauen, viele Schaufeln verbraten. Boah, es wird so lange dauern, es wird so Ewigkeiten dauern, bis ich das jetzt hier alles abgebaut habe. Diese Aufnahme wird daraus auf jeden Fall nichts, denke ich mal. Oder? Nee, nee, nee. Falls ich jetzt hier reinhaue, dann schaffe ich das, denke ich, noch in dieser Aufnahme. Zumindest diese eine Seite hier, das alles hier abzubauen. Aber alles zu verschönern schaffe ich nicht, weil da muss ich auch Stein abbauen und Stein baut sich viel länger ab. Und so weiter. Und dann muss ich alles noch hinbauen beim Stein. Ah, ja, ja. Also die ganzen Holzbretter statt dem Stein und so. Und statt der Erde, was weiß ich. Das dauert dann auf jeden Fall alles noch sehr lange. Und das werde ich bestimmt in dieser Aufnahme nicht hinbekommen. Nein. Ja, komm. Ich habe noch eine Aufnahme später. Und dann noch eine. Und noch eine. Minecraft geht ja nicht so schnell zu Ende. Minecraft dauert halt ein bisschen. Ah, hier muss ja auch noch alles raus. Ja, ja. Hier muss auch alles raus. Roaster Meat. Roaster Meat. Rose damit, weil hier auf der Seite muss auch verschönert werden, dann werden auch auf jeden Fall so Blöcke, also so Verschwindungsblöcke, so Gänsefüßen, ja, werden auf jeden Fall auch so, wird auch auf jeden Fall aus Holz sein, ja so, da sieht man es ja, habe ich ja unter dem Zaun das so Holz, ja so zack, 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 wird auf jeden Fall da auch so Holz sein, sieht auf jeden Fall dann, denke ich mal, besser aus, als ohne. Einfach nur Erde darunter, aber sieht ja doof aus. Hoffe ich doch mal, dass es gut aussieht. Ich weiß es nicht, muss ich dann mir anschauen. Oben habe ich jetzt schon ein bisschen gebaut, kann ich mir dann gleich anschauen. Aber ich denke mal, das wird gut aussehen. Sofort, also vom ersten Mal wird es, denke ich mal, gut aussehen. Es ist doch langsam dunkel. Ich muss hier Fackeln bauen, sonst wird es ein bisschen dunkel. Und die erste Schaufel ist fast kaputt. Da muss ich mir gleich hin. Okay, die erste ist kaputt. Da fehlt aber ein Crafting Table hier. Muss ich dann irgendwie so in die Mauer hier reinbauen? Habe ich ein Crafting Table? Ja, habe ich einen. Da, zack, da ist ein Crafting Table immer zur Hand, parat, was weiß ich. Da, so, Stöcke, 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 eine Schaufel. Nein, nein, nein. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ja, 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 ich hab's gesehen. Eieiei, ich hab's gesehen. Ich hab bestimmt schon gedacht, nein, wie doof kann man nur sein. Da hat er wieder da, Baucraftet er sich wieder noch eine Schaufel. Da ist auch noch schon eine Schaufel. Nein, nein, nein. Ich hab's gesehen, ja, ja.
Ich hab die Schaufel gesehen, ja. Ich hab's diesmal gesehen. Also, ja. Da hab ich's nicht übersehen. Die Schaufel. Ja. Diesmal hab ich's bemerkt. Ja, wäre aber auch nicht schlimm, wenn ich noch eine Schaufel gecraftet hätte. Hätte ich dann noch eine Schaufel, die ich dann wieder übersehen hätte. Und dann wieder, und dann wieder, und dann wieder, und dann wieder. Und dann hätte ich immer eine Schaufel, die ich nicht verwende. Nein, diese Aufnahme wird das, denke ich, mit dem ganzen Abbauen, ja. Das sollte hinhauen. Also dann bin ich ja schon mal sehr weit mit dieser Tierfarm hier gekommen. Dann fehlt noch die Technologie, wie ich das genau machen werde. Also oben klappt das schon mal mit der Technik. Der Technologie, die ich hier entwickelt habe, aber mit unten, wie die Items, wie ich die Items dann einsammeln werde, damit ist noch ein Problemchen verbunden damit. Ich habe noch keine Idee, wie ich das machen soll, werde, kann. Ich habe noch keine Idee, wie ich das machen werde. Muss ich mir dann noch irgendwie was überlegen, muss ich mich hinsetzen, muss ich mir ausprobieren im Kopf. Vielleicht werde ich dann auch in der Offline-World das ausprobieren, was ich natürlich nicht gerne machen würde. Da das ja sonst scheiße gegenüber euch wäre. Okay, jetzt die Schaufel aber wirklich kaputt. Und ich habe keinen Platz für die Erde. Was rauswerfen, was kann ich rauswerfen? Die Stöcke. Ah ne, ich habe doch Platz für Erde. Ja, die wollte sich nicht einsammeln. So, jetzt habe ich sie aber eingesammelt. Und dann gehe ich mal zurück und craften mir mal noch eine Schaufel. Schaufeline, 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 Schaufeline. Zack, so eine Schaufeline. Habe ich mir gecraftet. Und dann wird weiter abgehackt. Nee, hackt sagt man nicht bei Erde. Was Cooles muss da jetzt kommen. Was kann man so sagen? Nicht abgebaut. Weggeworfen. Auch nicht weggeworfen. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Schreibt es einfach in die Kommentare, falls ihr was Cooles so habt. Statt abbauen so zu Erde, also man sagt ja zu Bäumen abholzen, jetzt werden Bäume abgeholzt und so, sagt man ja, ist ja was anderes als abgebaut. Und vielleicht habt ihr auch eine gute Idee fürs Erde abbauen. Das werde ich dann in den weiteren Let's Games wenden, das Wort. Ah, scheiß Samen, verpisst euch. So. Wie viel noch? Nur ein bisschen. Also, ja, in der Aufnahme. Wenn ich es nicht hinkriege, überziehe ich dann die halt ein bisschen. Ist aber nicht so. Die Welt. Ein bisschen überziehen. So, ich baue mich mal jetzt ganz bis zum anderen Ende. So, 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 so. Na, so. Ah, das. Ja. Hier kommt ja das Holz hin. Scheiße, jetzt ist ein bisschen dunkel wieder. Weil mir scheint die Sonne mir auch wieder auf dem Bildschirm. Ich nehme wieder am Tag auf und da ist es wieder ein bisschen dunkel hier. Eigentlich doof. Wenn es auf dem Bildschirm scheint, wird es dunkel. Ist ein bisschen doof, aber ist halt. Jetzt ist ganz dunkel, jetzt sehe ich gar nichts. Ist ein bisschen blöd. So, hochjumpen, da noch eine Fackel hin. Hier, wenn man das sich so betrachtet, sieht es wie eine, so eine Ruine aus. Nicht wie eine Ruine. Wie so ein Gang. Höhlengang, ja. Aber da werden ja die Items später runterfallen. Ich muss das irgendwie hinbekommen, dass ich einfach nur durchlaufe und dann die ganzen Items habe, ohne irgendwie mir die Mühe zu machen, irgendwie hoch zu jumpen, irgendwie was aufzumachen. Vielleicht klappt es auch mit den Trichtern, aber nee, das klappt ja nicht mit den Schafen, wenn ich hier irgendwie Schafe reinmache. Dann klappt es ja nicht ganz wirklich mit den Trichtern. Nee, das mit dem Abbauen klappt nicht nur mit der Erde. Nur mit der Erde klappt das mit dem Abbauen. Leider. Dann baue ich mal hier noch Holz hin, hier auf dieser Seite. Zack. Lalalala. Hier kommt dann die Erde weg. Weg mit dir, du Erde. Erde. Ja. Habe ich verkackt? Ja, ich habe mega verschissen. Weil ich mega verschissen habe. Irgendwo habe ich mega verschissen. Ich denke, da kommt jetzt einfach so ein Block hin. Ja, oder auch nicht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, komm, in der nächsten Aufnahme mache ich das dann. Ist jetzt egal. So, auf jeden Fall, das sieht schon mal mega bombastisch aus hier. Das sieht auch so industriemäßig aus, das hier, was ich hier so gebaut habe. Es ruckelt hier auch wieder. Vielleicht ruckt es auch wegen der Mühle, weil da immer Wasser fließt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf
jeden Fall sieht es hier schon mal richtig vielversprechend aus. Mal schauen, wie es dann am Ende wird. So, auf jeden Fall mit diesen Worten beende ich schon auch die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal und tschüss!